Sandra Lauper, das letzte Spiel des Jahres gelungen. 3:0 gewonnen, du getroffen, alles nach Plan verlaufen, oder? Ja, kann man so sagen. Ja, souveräner Sieg zum Abschluss. Ich glaube, es ist super, wenn man so in die Ferien kann. Ja, mein Go gibt mir auch noch mal ein bisschen Schub vielleicht für die Rückrunde. Die Ferien hat er also wirklich verdient. Es hat extrem einfach ausgesehen, wenn man vom Rand zugeschaut. Wir wissen, das war sicher nicht einfach gewesen. Aber wie hat man es geschafft, dass Luzern hat ausgesehen, als hätte sie gar nicht richtig ins Spiel gefunden? Wie macht man das? Ja, gut, es ist meistens so, dass es von außen vielleicht ein bisschen einfach aussieht, aber auf dem Platz ist es harte Arbeit. Ich glaube, der Fasi ist in der Pause, habe ihn gesehen und gesagt, ja, irgendwie Luzern ist nicht so gut, sieht es von außen aus. Und dann hat man noch gesagt, ja, aber für mich ist es verdammt anstrengend, weil du gleich immer der Ball ist, bist in Bewegung und das ist manchmal noch anstrengender. Aber nein, ich glaube, die Jungs haben es super gemacht und mit den die Gesperrten, die noch gefehlt haben, ist auch nicht zu unterschätzen, dass dann die Elf funktioniert auf dem Platz. Aber ich glaube, es war ein hervorragender Match gewesen. Du hast noch zusammengezählt, deine Einsatzminuten, 5 Einsatzminuten der Super League hat es gebraucht, für ein Goal zu machen. Das ist ein guter Wert. So. Ja, ich weiß nicht, ob eine bessere Quote. ich bin froh, dass ich der Mannschaft nachher helfen kann, dass ich das Spiel mit dem 3-0 entscheiden kann. Ja. Der Fasi, den du vorhin angesprochen hast, hat ja wirklich die Bälle ein bisschen magisch angezogen mit seinem Helm. Trifft per Kopf und legt ab für dich per Kopf. So, genau so muss es laufen, oder? Der ist in Form und parat für die WM. Ja, ich habe schon früher wirklich auch bei Thun habe ich ihn oben hoch genommen, wo er irgendwie immer einen Ball kommt mit dem Kopf. Aber wir wissen bis heute nicht, wie dass er das macht. Mit dem Cesi hat er irgendwann mal etwas gehabt, dass er irgendwie so ein Magnet hat. Du hast es manchmal am Cesi gegeben und dann hat der Cesi den Ball bekommen. Und darum, ich weiß nicht, ob das mit rechten Dingen zugeht. Aber ich freue mich mega, dass er nach der Verletzung, die er hatte, als er draußen war, jetzt, als er das letzte Mal nicht in Nazis dabei war, hat er doch ein bisschen bibbert, noch, dass er dabei ist. Aber ich freue mich unglaublich für ihn. Auch für dich wunderschön, haben wir dich wieder zurück im Cup schon jetzt eine Halbzeit in der Bay gehabt. Jetzt wieder fast eine Halbzeit gemacht. Mit dir kann man rechnen, du bist wieder zurück, du bist schon besonders für die Rückrunde. Können wir wieder voll auf dich setzen? Ja, ich hoffe es, wenn ich vor allem wieder mal eine ganze Vorbereitung habe, die ich wirklich brauche. Haben wir gemerkt, auch gegen Lausanne hat einfach der Rhythmus gefällt. Und das ist gut gewesen, dass ich einfach jetzt die letzten Wochen trainieren konnte. Auch wenn ich halt weniger zum Einsatz bekomme, ist für mich einfach gut gewesen. Und hoffe, dass ich in der Rückrunde wirklich die ganze Vorbereitung machen kann und dann bin ich wieder voll dabei. Wie sieht die Vorbereitung aus? Es geht jetzt 2 Monate, haben wir die WM und auch Pause, vielleicht mal ein bisschen durchzuschnaufen. Was ist der Fahrplan? Ja, ungewohnt lange Ferien mit Fußball im Winter. Aber wir freuen uns und dann geht es relativ schnell wieder los. Wir haben attraktive Testspiele in Deutschland, glaube ich, vor allem gerade recht zu Beginn. Ich glaube, noch ins Trainingslager Anfang Januar, also langweilig wird es nicht. Also gratuliere noch einmal zu diesem Sieg, zu dem 10-Punkt-Vorsprung, den ihr habt in der Meisterschaft und wünsche euch schöne Ferien. Merci, danke.